Ich will dich verprügeln, Junge. Dieser Kommentar landete vor kurzem in meinem Spamfilter. Da ich als schlauer Mensch weiß, dass der Kommentarschreiber nicht wirklich Gewalt an mir ausüben würde und ich ein radikaler Vertreter der Meinungsfreiheit bin, setze ich hier den Haken und genehmige somit diesen Kommentar. Ich genehmige so ziemlich jede Beleidigung oder Gewaltandrohung. Doch laut deutschem Recht sind das alles Straftaten. Die Regierung war der Meinung, dass solche Straftaten zu langsam gelöscht werden und beschloss das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, um dem entgegenzuwirken. Ein Gesetz, das soziale Netzwerke wie Facebook dazu zwingt, Hasskommentare innerhalb von 7 Tagen nach Eingang einer Beschwerde zu löschen und offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden, sonst müssen sie bis zu 50 Millionen Euro Strafe zahlen. Hier wird jetzt von vielen befürchtet, dass Facebook jetzt viele Inhalte löschen wird, welche rechtlich eigentlich in Ordnung sind, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Um dies zu vermeiden, hat die CDU folgenden Lösungsansatz. Ich weiß nicht, ob Sie sich die Änderungsanträge durchgelesen haben, aber wenn Sie jetzt immer noch behaupten, wir überlassen es Privaten, darüber zu entscheiden, was hier von Meinungsfreiheit gedeckt ist und was nicht, dann ist das schlicht falsch. Wir haben, und das ist die entscheidende Änderung in diesem Gesetz, nun ein System der regulierten Selbstregulierung eingeführt. Künftig werden die Plattformbetreiber bei nur dem leisesten Zweifel, ob das jetzt ein strafbarer Inhalt ist oder nicht. Und ich sag mal, sowas wie alle Juden gehören ins Gas ist zweifellos ein strafbarer Inhalt. Aber nur beim leisesten Zweifel können Sie sich an eine Stelle der Selbstregulierung wenden. Sie können sich anschließen einer Selbstregulierungsstelle. Und dann entscheidet diese, ob das der Äußerung strafbar ist oder nicht. Wenn ich Facebook wäre, würde ich einfach 90% der gemeldeten Fälle an diese Stellen der Selbstregulierung weiterleiten, mit der Begründung, dass es nicht eindeutig ist, ob es sich hier wirklich um rechtswidrige Inhalte handelt. Es handelt sich hierbei außerdem um eine Behörde, die dem Justizministerium untergeordnet ist und nicht um ein ordentliches Gericht. Kann man dieser Behörde dann vertrauen, dass sie keine Dinge löschen, die eigentlich noch von der Meinungsfreiheit abgedeckt sein müssten? Ich verstehe außerdem nicht, warum man ein Gesetz macht, das sich so sehr auf die Löschung von Kommentaren fokussiert. Wenn jetzt einer einen Kommentar schreibt mit dem Inhalt "Ich bin der Peter und schlage jeden Neger" oder "Ich bin der Harald und mache jeden Kanacken kalt", ist das Problem natürlich aus der Welt geschafft, wenn man den Kommentar löscht. Das wird dafür sorgen, dass Peter und Harald ihr ganzes Leben überdenken und Homo heiraten, um ein schwarzes Kind zu adoptieren. Let's party! Nee, nee, nee. Also, liebe Leute. Ursprünglich sollte dieses Video nur ein Video über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz werden, aber im Laufe der Recherche fiel mir immer mehr auf, dass die Gesetze aus meiner Sicht schon vorher zu streng waren. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verändert ja nur die Methode der Umsetzung von Gesetzen, die bereits bestehen. Vor kurzem wurde ich von Jugendschutz.net darauf hingewiesen, gegen welche Regeln mein Open Mind Forum alle verstößt. Es wurden dann völlig überzogene Forderungen gestellt, die für mich nicht umsetzbar waren, weshalb ich das Projekt einstampfen musste. Ich bin mir sicher, dass das auch der Grund ist, warum keines der relevanten Drogenforen ein deutsches Impressum hat, auch wenn die Seite komplett deutsch ist. Dass die Regelungen hier so streng sind, ist also komplett sinnlos, weil das einfach nur dafür sorgt, dass die Seiten im Ausland sitzen und es weniger solcher Angebote gibt. Ich habe ja nichts dagegen, wenn man gegen Dinge wie Mobbing, Kinderpornografie oder ernsthafte Drohungen im Internet vorgeht. Aber das deutsche Gesetz verbietet eine viel größere Bandbreite. Generell steht ein Großteil der Experten dem Gesetz kritisch gegenüber. Häufig wird auch kritisiert, dass in dem Gesetz nirgends eine Beschwerdemöglichkeit vorgeschrieben wird für User, die der Meinung sind, dass ihre Beiträge zu Unrecht gelöscht wurden. Und ich zitiere gern mit Erlaubnis des Präsidenten aus einem Post auf der Facebook-Seite des Berliner Abgeordnetenkollegen Stefan Ebers von vor 2, 3 Tagen. Ich möchte Stefan Evers, CDU, an einem Bajonett die Halsschlagader und die Luftröhre durchtrennen. Dann kann der Nazi-Bastard nicht mehr hetzen oder heulen, sondern gurgelt nur noch. Kurz, standrechtlich erschießen wäre auch möglich. Und die ökologischste sinnvolle Variante wäre, Stefan Evers, CDU, an einem langen Strick an einem Baum aufzuhängen, Strick und um Hals, andere Ende um eine Anhängerkupplung. Und über die Stadtautobahn wäre auch lustig. Okay, bin ich jetzt ein extrem schlechter Mensch oder
haben einige von euch auch gerade lachen müssen, als sie den Kommentar vorgelesen hat. Es ist doch offensichtlich, dass dieser Kommentar keine ernsthafte Androhung von Gewalt ist. Der Kommentar ist aber dennoch illegal. In § 131 StGB steht, dass es schon illegal ist, wenn man grausame Gewalttaten gegenüber Menschen schildert, unabhängig davon, ob es ernst gemeint ist. Es gibt hier Ausnahmen bei Berichterstattung. Erstaunlicherweise gibt es hier aber nicht mal Ausnahmen für Humor oder Satire. Besonders witzig ist, dass hier die Rede ist von Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen. Das heißt, ich kann mich weder selbst mental in einem Kommentar brutal sterben lassen, noch kann ich sagen, ich möchte allen Elfen die Ohren abschneiden, denn die sind eindeutig zu lang. Hashtag Elfenhass. Das war übrigens gerade Berichterstattung, nicht Satire, liebe Internetpolizei. Ich bin ja rechtsschutzversichert und das gibt mir das Recht, 24/7 bei meiner Rechtsschutzversicherung anzurufen und mich von einem Anwalt beraten lassen, zu lassen. Und ich frage jetzt mal, wie das aussieht mit dem Gesetz der Gewaltdarstellung. Und zwar gibt es den Paragraph 131, das Gesetz der Gewaltdarstellung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sowas sage wie, ich bin der Meinung, dass alle Elfen, weil es sind ja menschenähnliche Wesen, aufgeschlitzt gehören und dass man ihnen die Gedärme rausreißen soll, fällt das dann unter das Gesetz? Das ist schwer zu sagen, das müsste man mal genauer prüfen anhand der Rechtsprechung auch, ne? Und der Kommentierung. Ich glaube, das ist jetzt nicht, dass wir am Telefon auf die Schnelle hin. Ah, okay. So, aber es ist definitiv keine so eindeutige Sache. Nee, und ich nehme auch jetzt nicht an, dass ich im Kommentar da was zu Elfen finden werde. Ne? Ja, das denke ich auch. Möglicherweise gibt es da schon eine Rechtsprechung dazu, ist gar nicht ganz aufzuschließen. Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Wenn das Gesetz nicht so gemeint ist, warum ist dann überhaupt von menschenähnlichen Wesen die Rede? Ich habe jetzt mal als kleines Experiment die Facebook-Gruppe Elfenhass gegründet, der ihr beitreten könnt, um euren Hass gegenüber Elfen auszudrücken. Schilderungen von Liebesakten sind ja nicht verboten, oder? Heiko Maas, ich würde dich so gerne mal mit deiner Einverständnis so richtig durchbumsen. Bis dein Arschloch blutet. Nicht bis dein Arschloch blutet. Oder doch? Gilt es schon als Gewaltakt, wenn bei einem wundervollen Akt der Liebe es zu einer Verletzung kommt? Ebenfalls verboten in Deutschland sind Kennzeichen von verbotenen Parteien. Ausnahmen gibt es hier im Bereich von Kunst und Berichterstattung. Computerspiele gelten hier übrigens nicht als Kunst, weshalb zum Beispiel beim South Park Game die Hakenkreuze zensiert wurden. Hierzu kann ich nur sagen, what the fuck? Warum? Das Gesetz der Majestätsbeleidigung, wegen dem Jan Böhmermann Stress bekommen hat, wurde übrigens auch noch nicht abgeschafft. Vor allem in der heutigen Zeit fällt es immer schwerer, gewisse Länderbosse nicht zu beleidigen. Kritisch sehe ich ebenfalls die Gesetze, die Religion einen gewissen Sonderstatus zuweisen. Paragraph 166 im Strafgesetzbuch sagt im Grunde, dass man nichts, was mit Religion zu tun hat, beschimpfen darf. 1984 wurde eine Frau verurteilt, weil sie Flyer gemacht hatte mit der Aussage, dass Kirchen zu den größten Verbrecherbanden der Welt gehören. 1994 wurde ein Musical verboten, in dem Mary von einer verunreinigten Klobrille befruchtet wurde. 2006 wurde ein Mann zu 12 Monaten Haft verurteilt, weil er Toilettenpapier mit dem Koran bedruckte und den Koran als Kochbuch für Terroristen bezeichnete. 2014 musste Michael Stürzenberger 2500 Euro zahlen, weil er den Islam als Krebsbüschel bezeichnete. 2016 musste ein Lehrer 500 Euro Strafe zahlen, weil er auf seinem Auto Aufkleber hatte mit Sprüchen gegen die katholische Kirche. Oh nein, das hat er nicht gemacht. Alle diese Urteile finde ich lächerlich. Sie zeigen, dass das Wort Beschimpfung sehr unterschiedlich aufgefasst werden kann. Die CDU hat in der Vergangenheit übrigens schon mehrmals versucht, dieses extrem lächerliche Gesetz nochmal zu verstrengern. Es ist ein Wunder Allahs, dass es wegen dem sehr feierbaren Video, welches hier im Hintergrund läuft, keine Verurteilungen gab. Ich meine, das Video endet damit, dass sie andeutet, kommt zu den Katholiken, da gibt es immer was zu ficken. Viele Kommentatoren und ich freuen uns übrigens schon auf eine Islam Edition zu diesem Song. Kommen wir nun zum Thema Volksverhetzung. Gegen dieses Gesetz verstößt, wer gegen gewisse Teile der Bevölkerung zu Hass aufstachelt oder diese beschimpft. Itzmert hat wegen seinem legendären Video schon eine Anzeige wegen Volksverhetzung
und das Video ist ja inzwischen auch gelöscht. Was bedeutet, dass ich etwas länger suchen muss, wenn ich Leuten zeigen will, wie verkehrt manche YouTuber ticken. Obwohl ich seine Aussage scheiße finde, finde ich nicht, dass man das Video dazu löschen hätte müssen. Außerdem beleidigt er die ganze Zeit Menschengruppen als Hurensohn, was ja auch unter dieses Gesetz fallen würde. Würde es ebenfalls unter das Gesetz fallen, wenn ich sagen würde, dass die AMK-Army ein Hurensohn ist? Was, kauft keine Drogen? Das ist eh das Dümmste, Digga, wenn Leute Drogen kaufen mit Geld, Digga. Wir wären im Real Life bestimmt voll die guten Freunde. Dieses Gesetz besagt ja eigentlich auch, dass ich nicht mal die ISIS beschimpfen dürfte. Beim Paragraph der Volksverhetzung wird nochmal explizit die Holocaust-Leugnung verboten. Oh yeah. We are going there. Ich finde, man sollte auch den Holocaust leugnen dürfen, denn wenn man so drüber nachdenkt, gibt es keinerlei Beweise. Nee, okay. Nee, ernsthaft. Wenn man Leuten verbietet, den Holocaust zu leugnen, ist das so, als würde man Leuten verbieten, sich selbst zu beleidigen und sich selbst als Idiot zu outen. Ich bin nicht nur der Meinung, dass Holocaust-Leugnung erlaubt werden sollte, ich bin der Meinung, dass Menschen, die den Holocaust leugnen, dies direkt angeben müssen, wenn sie jemanden Neues kennenlernen. Hey, echt coole Party hier. Ich bin der Paul, Holocaust-Leugner. Ja? Du solltest jetzt gehen. Und Bier holen! Ich verstehe ja, dass solche Themen in Deutschland einen besonderen Stellenwert haben. Dennoch kann ich die Logik dahinter nicht verstehen. Wir wollen sicher gehen, dass es in Deutschland nie wieder einen totalitären Staat gibt. Und deshalb verbieten wir jetzt den Menschen, gewisse Dinge zu behaupten. Früher hat das vielleicht noch mehr Sinn gemacht, weil es da das Internet noch nicht gab und bestimmt mangelnde Aufklärung. Vielleicht bestand da noch eher die Gefahr, dass man Menschen gut mit solchen Meinungen manipulieren kann. Jetzt reicht ein Google-Search und man kann sich vergewissern, dass es den Holocaust wirklich gab. Jetzt gibt es bestimmt einige, die sagen, aber so etwas zu leugnen ist so schlimm, dass das einfach bestraft gehört. Aber der Betroffene ändert durch die Bestrafung auch nicht seine Meinung. Wo kämen wir denn dahin, wenn wir jede verachtenswerte Meinung illegalisieren würden? Es ist nicht illegal, andere Gräueltaten, in denen viele Menschen gestorben sind, zu leugnen. Es ist nicht illegal, die Klimaerwärmung zu leugnen. Es ist nicht illegal zu behaupten, dass Erdogan oder Duterte echt einen super Job machen. Konsequenterweise müsste man das auch verbieten. Übrigens bin ich der Meinung, dass wenn Drogen endlich legalisiert werden, es ein Drogenkonsumentenverfolgung-Leugnungsverbot geben soll. Das kann doch nicht sein, dass die früher Leute weggesperrt haben, nur weil sie lieber Gras angebaut haben, anstatt Bier zu trinken. Oh, fuck, shit, die Cops! Die Cops! Halt, stopp, Polizei, sie sind verhaftet! Einer meiner Lieblings-YouTuber, Philip DeFranco, bringt beim Thema Free Speech immer passenderweise die Westboro Baptist Church als Beispiel. Eine gestörte Gruppe extrem religiöser Menschen, die Schwule über alles hassen. Obwohl sie extrem dumme Sachen behaupten, sind Philip DeFranco und ich der Meinung, dass sie es dennoch dürfen sollten. Damit jeder weiß, was das für Vollidioten sind. In Amerika darf diese Gruppe ihre Meinung zum Ausdruck bringen, während ihre Aktivitäten in Deutschland unter den Tatbestand der Volksverhetzung fallen würden. Und da kommen wir auch zu einem weiteren Problem des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. In Deutschland sind Dinge verboten, die in anderen Ländern nicht verboten sind, wie zum Beispiel Holocaustleugnung, Religionsbeschimpfung, Nazisymbole oder Elfenhass. Hashtag Elfenhass. Facebook ist aber kein deutsches Unternehmen. Laut EU-Recht ist es eigentlich so, dass für ein soziales Netzwerk die Gesetze gelten, in welchem sich seine Hauptniederlassung befindet. Es scheint so, als will sich hier Deutschland in Angelegenheiten einmischen, die gar nicht ihre sind. Bedeutet das, dass wir jetzt befürchten müssen, dass Drogenforen in Deutschland gesperrt werden, da diese alle dem deutschen Gesetz nicht gerecht werden? Oder noch schlimmer, Pornoseiten. Diese verstoßen auch gegen deutsche Gesetze. Pornografische Inhalte dürfen in Deutschland nur verbreitet werden, wenn man sicher geht, dass keine Personen unter 18 darauf zugreifen können. Laut deutscher Rechtsprechung reicht es nicht, dass man vor dem Betreten der Seite einfach gefragt wird, ob man älter als 18 ist. Ganz ehrlich, ich will hier auch ein Open Mind haben und nicht direkt behaupten, dass das Ganze aufgrund des Gesetzes komplett eskalieren wird und jede Menge sinnvolle Beiträge gelöscht werden. Ich bin zwar der Meinung, dass es legal sein sollte, den Holocaust zu leugnen, Religion zu beschimpfen und irgendwelche fiktiven Gewalttaten zu schildern. Hashtag Elfenhass. Aber ich denke, die meisten vernünftigen Bürger werden ganz gut damit leben können, wenn wirklich nur eindeutig heftige Aussagen
wie zum Beispiel: Alle Juden gehören ins Gas. Oder: Ich bin der Ruben und mag keine Juden. Gelöscht werden. Ich gebe mir unglaublich gerne Content, welcher keinen Wert auf Political Correctness legt. Und könnte mir vorstellen, dass die Gefahr besteht, dass solch ein Content in Deutschland jetzt vermehrt gelöscht wird. Say nigger. Und es nicht, weil Facebook und YouTube auf Nummer sicher gehen wollen und somit aus Versehen Dinge löschen, die eigentlich legal sind, sondern weil die tatsächlichen Gesetze einen großen Interpretationsspielraum haben und dieser Content in Deutschland juristisch korrekt als illegal eingestuft werden könnte. Boah Leute, ihr glaubt nicht, wie anstrengend es war, dieses Video hier zu recherchieren. Ich bin die letzten Tage das komplette Strafgesetzbuch durchgegangen, um dort herauszufinden, welcher Content laut deutschem Gesetz im Internet eigentlich nicht erlaubt ist. Und wenn ihr denkt, dass das das einzige fragwürdige Gesetz war, das in letzter Zeit verabschiedet wurde, dann habt ihr euch gewaltig geirrt. Wenn ihr meine Analyse dazu nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall diesen Kabal.